Die meisten von euch wissen, ich trainiere für einen Triathlon, genau für einen Ironman in Frankfurt, sofern er denn stattfindet. Aber es gibt ein kleines Zwischenprojekt, nämlich 10 Kilometer in unter 40 Minuten zu schaffen. Und da habe ich jetzt die kommenden und die letzten Wochen ein bisschen angepasst, um da das Lauftraining ein bisschen mehr einzufügen und auch ein bisschen intensiver vielleicht zu laufen. Und damit verbunden war auch die Frage, ja, trainiere ich zu viel, trainiere ich zu wenig, was ist denn alles möglich? Und das ganze Thema HRV-Messung kam wieder so auf mich zugerollt. Ich hatte mich vor einem Jahr schon mal damit beschäftigt, als ich so ein bisschen rumkränkelte oder eine ganze Weile rumkränkelte, was dann eigentlich keine Krankheit war, sondern nur eine Allergie. Da hatte ich schon mal HRV-Daten gemessen, aber konnte da irgendwie nichts Richtiges draus auslesen. Und jetzt gab es eben zwei Gründe. Einmal, dass ich meinen Trainingsplan umgestellt habe, aber vor allem das Video von der Laura Hottenrott, so heißt sie, glaube ich, auf dem TCC-Channel, die für mich dann irgendwie nochmal ganz plausibel erklärt hat, wie diese HRV-Messung funktioniert und vor allem auch mit welchen Werten es auch sinnvoll ist. Hinzu kam, dass eben Anfang des Jahres, also diesen Jahres, ich auch wieder so ein bisschen rumgekränkelt habe und da das Thema für mich aufploppte und das alles zusammengenommen, hat dazu geführt, dass ich entgegen meiner vorherigen Meinung mich jetzt doch nochmal mit dem Thema intensiver beschäftigt habe. Also erstmal fand ich aufschlussreich, dass Laura in ihrem Video erwähnt hat, dass es verschiedene Arten oder Möglichkeiten gibt, die Herzfrequenzvariabilität zu messen. Und sie legt zugrunde den RMSSD-Wert. Ich spreche den jetzt nicht aus, mir reicht schon die Abkürzung. Und die orthostatische oder orthostatic-Messung, die unterscheidet nämlich zwischen einer Liegendmessung und einer Stehendmessung und beides nochmal in ein Verhältnis zueinander setzt, auch nochmal in Kombination mit der Herzfrequenz. Bisher hatte ich immer nur gehört, eine hohe HRV ist toll und eine niedrige ist schlecht und bei der Herzfrequenz ist es genau umgekehrt, aber so einfach ist es ja nicht. Denn eine hohe HRV im Stehen gemessen deutet vermutlich darauf hin, dass ich einen zu hohen Umfang trainiert habe und damit ist einfach nur hohe HRV nicht gleich tolle HRV oder toller Gesundheitswert. Im Liegen dagegen darf die HRV immer hoch sein. Sind beide Werte niedrig, also im Liegen und im Stehen, dann deutet es darauf hin, dass ich gar nicht mehr entspannen kann, also immer auf so einem viel zu hohen Level bin und der Körper gar nicht runterfahren kann. Laura hat es in ihrem Video so umschrieben, dass ich zwar ganz motiviert und voller Energie aufstehe, aber das Training dann trotzdem nicht so gut läuft. Sind beide Werte hoch, dann fühle ich mich einfach müde und könnte wahrscheinlich den ganzen Tag nur schlafen. Und wie gesagt, das ist dann ein Hinweis darauf, dass ich wahrscheinlich viel zu viel Umfang trainiert habe und einfach da jetzt mal ein bisschen kürzer treten sollte und vielleicht einfach mal ein paar intensivere Einheiten dazwischen streuen sollte. Mit Blick auf die Herzfrequenz ist bei der orthostatischen Messung darauf zu achten, dass es eine gesunde Differenz gibt im Liegen und im Stehen. Das heißt also, dass wenn die Herzfrequenz im Stehen gar nicht viel höher ist als im Liegen, dann ist mein Körper auch gar nicht richtig aktiviert. Also da darf ruhig die Herzfrequenz im Stehen höher sein, wohingegen sie im Liegen ruhig niedrig sein darf. Die Methode, die Laura beschrieben hat und die ich jetzt auch für mich angewendet habe, ist der sogenannte Orthostatik-Test. Den führt man am besten früh morgens im Bett durch, bevor dem Aufstehen. Und dann misst man 1 bis 3 Minuten im Liegen, steht dann auf und dann nochmal 1 bis 3 Minuten im Stehen. Rein aus zeitlichen Gründen habe ich es jetzt auf 1 Minute jeweils im Liegen und Stehen beschränkt. Kann sein, dass dadurch die Werte jetzt auch nicht super genau sind. Klar, je länger ich messe, es umso besser. Aber ich fand es jetzt so im Alltag auch schon nervig genug, vorm Aufstehen dann nochmal so eine Entspannungsmessung einzufügen. Ich habe jetzt die Messung mit der App HRV for Training vorgenommen. Die kostet 10 Euro. Das ist die einzige App, glaube ich, die es für iOS gibt. Für Android gibt es, glaube ich, noch andere Apps, die vielleicht sogar auch noch kostengünstiger sind. Also es ist die einzige App, die diese Messung, diese orthostatische Messung durchführt. Und ich habe jetzt ungefähr 30 Daten, also Tage, gemessen und kann da die Daten jetzt mal zugrunde legen und die zeige ich euch jetzt mal. Man kann die Daten dann direkt am Handy sich anschauen, direkt nach der Messung und auch im Vergleich zu den vorherigen Messwerten. Ich habe hier leider nicht so eine schöne Übersicht, wie ich sie bei Laura gesehen habe. Es gibt dann von der App auch nochmal ein Webtool, was man sich anschauen kann. Das ist aber kostenpflichtig. Allerdings gibt es auch 30 Tage freies Testen. Ich habe das jetzt mal kurz freigeschaltet, habe da jetzt aber für mich keinen so großen Mehrwert entdeckt. Kann sein, dass man eben, wenn man noch mehr theoretisches Wissen hat, da noch mehr tiefer einsteigen kann. Aber auf den ersten Blick fand ich das jetzt für mich nicht so lohnend. Da wird jetzt auch nicht so viel mehr angezeigt, beziehungsweise vielleicht liegt es auch an mir, dass ich
zu wenig aus diesen Daten rauslesen kann. In der App selber nimmt man die Messung vor und nach der Messung kann man dann noch so ein paar Tags einfügen zum eigenen Wohlbefinden. Wie anstrengend war das Training? Habe ich Alkohol getrunken? Wie war der Schlaf? Und so weiter und so fort. Und kann dann vielleicht auch später nochmal aufgrund dieser Parameter Rückschlüsse ziehen zu den Daten, die man da bekommt. Es ist natürlich alles sehr umfänglich und umfassend und wahrscheinlich auch viel zu viele Daten. Andererseits finde ich es auch ganz gut, dass ich ja nicht nur von meinem Training her auf die HRV schließen kann, beziehungsweise die dann von daher interpretieren kann, weil einfach sehr, sehr viele Faktoren eben mit reinspielen. Und das macht es, finde ich, für den Alltag als Laien auch jetzt nur noch bedingt nutzbar. Also mich überfordert das fast und man müsste sich doch sehr intensiv, glaube ich, damit beschäftigen. Denn es ist nicht so einfach, dass wenn ich einfach ein hartes Training habe, am nächsten Tag sehe, okay, da geht irgendwas nach oben oder da geht irgendwas nach unten. Es ist halt eben mitbestimmt von vielen anderen Faktoren. Wenn man die erste Messung hinter sich hat, dann erscheint dann auch so eine Historie und man hat so eine Übersicht, wie die Messergebnisse waren. Hier kann ich dann noch auswählen, ob ich mir die RMSSD anzeige oder einfach nur die Herzfrequenz oder hier die errechneten Recovery Points. Ich kann auch auswählen, ob ich alles anzeige oder nur das Stehen oder nur das Liegen. Eine ganz ähnliche Ansicht ist die Baseline, wo halt hier noch so ein Graph hinzugefügt wird, der so einen Durchschnittswert angibt. Und dann sehe ich ungefähr, liege ich da drüber, liege ich da drunter. Ihr seht bei mir, dass es hier eigentlich auch ordentlich springt. Und ich so auf den ersten Blick jetzt auch nicht so viel rauslesen kann. Man könnte hier vielleicht rauslesen, okay, die Hit-Woche hat zum Ansteigen von Recovery Points geführt, wäre aber unlogisch. Und es gibt noch eine Vergleichsansicht, wo ich schauen kann, wo liege ich denn so im Mittelwert. Und da hat mich natürlich verdutzt gemacht, dass ich hier mit meinen Daten sehr, sehr am äußersten Ende liege. Aber es macht halt deutlich, dass es ein sehr persönlicher Wert ist, den man halt für sich eben in der Konstanz dann nachverfolgen sollte und die man relativ schwierig in ein Verhältnis setzen kann zu seinen Mitmenschen. Es könnte mich jetzt natürlich nachdenklich machen, dass ich so eine geringe HRV habe im Vergleich zu anderen Leuten, ob ich vielleicht schon die ganze Zeit im Übertraining bin, aber das kann ich mir jetzt irgendwie auch nicht vorstellen. Insofern nehme ich jetzt mal den Wert als einen sehr individuellen Wert und schaue mal, wie er sich so über die Dauer entwickelt. Dann gibt es noch weitere Ansichten. Ihr könnt zum Beispiel schauen, wie ist euer Trainingsload, aber das kennt ihr wahrscheinlich schon von Training Peaks. Das ist jetzt für mich auch kein Mehrwert. Ihr könnt eine Korrelation euch anzeigen lassen von eurer RMSSD im Verhältnis zum Beispiel zu den TSS, die ihr gemacht habt. Da habe ich auch mal ein bisschen rumgespielt. Das alleine hat mir jetzt so irgendwie nicht so richtig viel gebracht. Für manche Ansichten brauche ich einfach noch mehr Daten, dann müsste ich jetzt noch weiter sammeln. Hier wird auch noch eine VO2 Max errechnet und man kann sich noch anzeigen lassen, ob das Training gut polarisiert verläuft, indem man einen Schwellenwert von der Herzfrequenz eingibt oder dann einen anderen Wert nimmt. Aber das sind jetzt für mich alles keine Daten, die ich nicht woanders auch rauskriegen könnte. Von der grafischen Übersicht fand ich es jetzt nicht so hilfreich in der App. Wie gesagt, ich habe mir dann die Web-Oberfläche nochmal angeguckt. Da ist die Übersicht insofern nochmal ein bisschen besser, dass man hier mehr Daten auf einen Blick hat. Aber ich konnte jetzt hier auch nicht so viel rauslesen und deswegen habe ich mir, das finde ich ganz gut, bei der App nochmal die Daten exportiert, habe sie mir in der Tabelle umgewandelt und habe mir aus der Tabelle jetzt selber nochmal ein Diagramm gebaut, wo ich dann die Daten, ich habe jetzt nur mal die Herzfrequenz und die HRV extrahiert, dann nochmal anschauen kann und die zeige ich euch jetzt mal. Die beiden oberen Linien in Rot, das sind die Herzfrequenz, die helle Linie, ist im Liegen und die dunkelrote ist im Stehen, eben über die letzten gut 30 Tage verteilt. Und unten seht ihr zwei Graphen, da ist wieder das helle, diesmal die RMSSD im Liegen und das dunkelgrün die RMSSD im Stehen, also jeweils stehend dunkel, liegend hell, dass man das ein bisschen unterscheiden kann. Und ich habe jeweils noch die Tendenzlinie hier einziehen lassen, dass ich so einen ungefähren Mittelwert habe, wo meine Baseline sich befindet, um zu interpretieren, wo liege ich drüber, wo liege ich drunter. Dann bin ich nochmal meinen Kalender durchgegangen, habe es jetzt eben händisch vorgenommen, wo ich meine intensiven Workouts hatte, also wo HIIT-Training anstand und habe hier meine schwarze Linie senkrecht eingezogen, der Tag nach dem HIIT-Workout, das heißt also am Tag der Messung.
Und bei der Herzfrequenz habe ich mir rot eingekringelt, da wo offensichtlich ist, dass hier tatsächlich die Herzfrequenz im Stehen, sowohl im Liegen, wesentlich höher ist nach einem harten Trainingstag und ein bisschen gepunktet eingemalt, wo sie vielleicht mit gutem Willen so ein bisschen höher ist. Also eine Herzfrequenz kann man eventuell schon erkennen, dass hier intensives Training stattgefunden hat. Aber ihr seht, dass es natürlich auch andere Peaks gibt in dieser Zeit, wo die Herzfrequenz trotzdem hochgeht, obwohl das Training jetzt gar nicht so intensiv war. Schaut man jetzt auf die HRV, also die beiden grünen Graphen, dann habe ich jetzt hier mal rot markiert, wo sowohl die HRV im Stehen als auch im Liegen unter meinem normalen Wert liegt. Und da fand ich vor allem an drei Tagen es offensichtlich, am 20., 27. Januar und am 13. Februar, beide Werte unterhalb meiner Baseline. Und zur Erinnerung, niedrige HRV sowohl im Liegen als auch im Stehen heißt, dass meine Entspannung unterdrückt wird. Also ich hier eigentlich innerlich zu angespannt bin, was aber nicht sich dann im Training niederschlagen wird. Also hier hieß es dann wieder ein bisschen kürzer treten, ein bisschen ruhiger trainieren. Und von den drei roten Markierungen korrelieren zumindest zwei mit intensiven Einheiten, aber auch nur die. Gelb habe ich markiert, wo beide Werte über der Baseline liegen, wobei eigentlich nur ein Wert hier offensichtlich drüber liegt, nämlich am 10. Februar. Am 18. Februar ist es nur die Liegendmessung, aber am 10. Februar sind beide deutlich über meiner Baseline und das heißt, hier bin ich eigentlich in einem zu großen Entspannungsmodus, also der Körper ist gar nicht leistungsfähig und hier täte es gut, jetzt einfach mal auch eine intensive Einheit einzuschieben. Und hier kam ja dann einen Tag später auch die HIIT-Einheit und ihr seht, dass dann beide Werte wieder ein bisschen runtergegangen sind. Und dann am 13.2. waren sie eben etwas zu weit unten vielleicht schon, eben nach den intensiven HIIT-Einheiten, ja, ist es dann auch naheliegend. Also hier passt es dann schon. Am 18.2. ist der Liegendwert hoch und der Stehendwert auch leicht hoch. Da hatte mir die App auch rückgemeldet, hier vielleicht nicht ganz so intensiv zu trainieren. Da hätte eigentlich mein HIIT-Training angestanden, also 5x5 Minuten im Laufen. Das habe ich dann nochmal um einen Tag verschoben, auch weil ich mich jetzt nicht so danach gefühlt habe und es zeitlich dann auch nicht passte. Und ihr seht dann eben am 19.2., dass dann der Liegendwert auch dann runtergeht nach der HIIT-Einheit und der Stehendwert nach oben ausschert. Ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen enttäuscht davon. Ich hätte mir jetzt offensichtlichere Rückmeldungen irgendwie erwartet. Die Ausschläge sind jetzt nicht so massiv. Vielleicht können die es auch gar nicht sein. Vielleicht muss man da viel sensibler rangehen. Ansonsten finde ich, ist der Aufwand doch relativ hoch, jeden Morgen diese Messung durchzuführen. Und ja, der Erfolg, den man dadurch hat, jetzt nicht so klar und deutlich, dass es sich für mich lohnt, also dass es ein richtig guter Nutzen ist. Aber vielleicht ist es auch viel zu früh. Auf jeden Fall muss ich sagen, fand ich es durch die Laura zum ersten Mal richtig gut dargestellt, das ganze Thema, dass es für mich nachvollziehbar wurde und dass ich eben unterscheiden kann zwischen Stehend- und Liegendmessung und was heißt und dass ich danach so ein bisschen mein Training ausrichten kann. Gut, also diesmal wieder viel Theorie, ein Thema, wie gesagt, was jetzt nicht mein Lieblingsthema ist, aber wo ich mich so halb dazu gezwungen fühlte, das nochmal anzugehen. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch nochmal die drei Videos, sind es glaube ich insgesamt an, von der Laura auf dem TCC-Kanal. Fand ich sehr aufschlussreich, sehr, sehr cool. Die kann es auch viel besser nochmal erklären als ich. Das wäre jetzt hier nur mein kleiner Praxisbericht. Ganz kurz noch zu meiner jetzigen Trainingswoche. Die war, wie gesagt, jetzt alles sehr niedrig angesetzt. Ich hatte jetzt eben nur die schon erwähnte HIIT-Einheit 5x5 Minuten zu laufen, habe ich dann auf dem Laufband gemacht. Ich habe mich so ein bisschen rangetastet und langsam meine Leistung ein bisschen erhöht und finde es ganz gut, so langsam dadurch auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo ungefähr genau der Punkt ist, wo ich mich genau richtig ausbelaste. Es hat sich gut angefühlt und ich glaube auch, jetzt auch beim Draußenlaufen habe ich gemerkt, dass ich bei gleicher Pace mit einer niedrigeren Herzfrequenz laufe, beziehungsweise bei gleicher Herzfrequenz auch mittlerweile ein bisschen schneller laufen kann. Das sind natürlich immer tolle Rückmeldungen. Und ja, ich hoffe mal, dass es so weitergeht und sich da weiter was entwickelt. Und nächste Woche wird dann wieder hart mit 3 HIIT-Einheiten pro Woche. Und dann muss ich mal schauen, wie ich die dann so durchlebe. Und dann ist es auch nicht mehr lang bis zum 5-Kilometer-Testlauf.
Und dann gibt es, glaube ich, die ersten realen Erkenntnisse, ob tatsächlich die 10 Kilometer in unter 40 Minuten zu schaffen sind oder ob das nur eine schöne Illusion ist, eine schöne Träumerei. Aber soweit ist es noch nicht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und ja, freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.